Herzlich willkommen hier zum nächsten Video und wie schon im letzten Video angekündigt, bin ich jetzt auf Rathaus 4 gegangen und ihr seht schon, die ersten Gebäude sind am Upgraden bzw. sind schon fertig. Natürlich die Clanburg upgraden, das Labor ganz, ganz wichtig, das muss damit als erstes gemacht werden, um hier gleich die Truppen weiter zu forschen. Und dann seht ihr schon unten den kleinen Pfeil, der da auf das Boot zeigt, das wollen wir uns alles gleich anschauen hier im nächsten Video. Was ist jetzt los? Was machen wir, wenn wir auf Rathaus 4 sind? Was ist so das Erste, um was wir uns kümmern müssen? Also viel Spaß! Wie eben schon gesagt, habe ich als erstes hier natürlich die Clanburg abgegradet und das Labor, dass hier gleich die Forschungen laufen können. Sind nur zwei, also nicht so viel, was man forschen kann. Als nächstes werde ich dann die Lager upgraden. Das erste ist schon dabei. Mir fehlen noch 80 Gems, um hier auf meinen dritten Bauarbeiter zu kommen, damit die ganze Sache ein bisschen schneller geht. Ihr seht oben schon, die Mauern habe ich nicht alle ganz hochgezogen. Das ist, wie gesagt, bei Rathaus 3 und 4 noch nicht wirklich interessant. Bei den nächsten wird es aber definitiv interessant. Aber was macht eigentlich dieser komische Pfeil da unten? Ein Gratis-Schiff bekommt man da. Wir sind einfach mal gespannt. Wir klicken einfach mal drauf und gucken, was wir uns hier anschauen können. Also, mit dem Schiff kannst du neue Orte erreichen, wieder aufbauen. Alles klar, geht noch nicht. Müssen wir also warten, bis meine Bauarbeiter fertig sind? Ist ja eine Katastrophe. Hätte ich das gewusst, hätte ich eben das Goldlager nicht gebaut. Aber so ist das erstmal. Schauen wir uns dann gleich an, am Ende vom Video, was da los ist. Dann muss ich halt in 3 Stunden 40 nochmal eine Aufnahme starten. Aber das sollten wir doch auch hinbekommen. Also, wie gesagt, als erstes upgraden die Clanburg und das Labor und danach die Lager, dass ihr weiter farmen könnt. Und natürlich hier dann die ganzen Gebäude upgraden könnt. Es sind ja auch einige dazugekommen, ihr seht schon. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, erst meine Lager abzugraden, dass wenn ich mal Zeit habe und farmen möchte, dann auch wirklich farmen kann. Ihr seht schon, 140.000 kann ich jetzt hiervon schon speichern. Das ist wirklich gut und das muss immer mehr werden. Deswegen wollen wir mal reinschauen. Die ersten Fights habe ich auch schon gemacht. Ihr seht schon, einmal suchen kostet 100 Gold. Also müsst ihr euch ja schauen, ihr könnt nicht hier 50 Mal suchen. Ich bin immer noch nur mit Barbaren unterwegs. Das ist momentan noch ausreichend. Ihr müsst ein bisschen länger suchen. Ich will einfach nicht zu viele Ressourcen ausgeben, um hier meinen Ausbau schneller voranzutreiben. Und ich sage euch eins, wenn ihr ein bisschen sucht, dann findet ihr auch definitiv genügend Gegner. Ihr müsst halt mal mitzählen ungefähr, wie weit ihr kommt. Und jetzt seht ihr schon, hier haben wir schon den ersten Gegner. Aber was machen wir da? Hier ist natürlich hier der Minenwerfer. Den müssen wir rausnehmen, ganz einfach. Wir gucken mal, wo wir hier hinkommen, wenn wir hier durchlaufen. Der Minenwerfer ist dann schon ziemlich durcheinander, kann da nicht viel machen. Einfach mal ein paar Truppen setzen, dann arbeiten die sich voran und dann geht es hier los. Und dann müssen wir irgendwie Richtung Minenwerfer kommen, wenn wir Richtung Minenwerfer gekommen sind. Sobald der raus ist, haben wir auch keine Probleme mehr hier. Auf diese Base, das ist eigentlich das Gefährlichste, wenn man nur mit Barbaren angreift. So, ihr seht schon, und der Rest geht dann hier rein. So, wir könnten noch die Clanburg setzen für Notfall, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben hier genügend Ressourcen geholt. Also, wir haben 70 Barbaren dabei, die kosten 30, also sind wir bei 2100. Wir können hier knapp über 10.000 Elixier holen, also alles gut. Mal gucken, ob wir dann eventuell noch die Clanburg setzen, aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Also, das ist wichtig. Ihr müsst versuchen, immer und immer wieder Plus zu machen. Wenn ihr keinen Plus macht, könnt ihr euch nicht ausbauen. Das ist ganz wichtig. Und ich denke mal, das kriegt man doch relativ schnell hin. Also, man muss hier noch keine ausgewogenen Taktiken mit Riesen und Mauerbrechern und Bogies und was weiß ich nicht alles machen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Man muss einfach nur ein bisschen länger suchen und dann findet man auch definitiv mit Barbaren etwas, um hier sein Rathaus weiter auszubauen. Hab's gesehen. Das heißt, ich habe hier definitiv Plus gemacht. Ganz einfach. So, ihr seht auch unten schon, die Clan-Krieg-Liga, oder die Clan-Kriege sind am Laufen. Was ist das eigentlich? Ihr könnt dann hier im Clan natürlich auch beim Clan-Krieg mitmachen. Das heißt, alle, die mitmachen, hier sind es 40 von unserem Clan gegen 40 von einem anderen Clan.
sind hier am Fighten. Ihr seht schon, ich habe eine auf die Mütze bekommen, aber das ist nicht weiter schlimm. Man muss auch natürlich hier seine eigenen Fights machen. Ihr seht schon, von unten nach oben wird er angegriffen. Ich habe auch versucht, hier einen Dreier rauszuhauen. Ist natürlich hier auf Rathaus 3 noch nicht wirklich schlimm. Da kann man auch mal die Clanburg nutzen. Mit Loons drin ist das natürlich alles kein Problem. Die machen die Base komplett platt. Also Clankrieg auf jeden Fall auch mitmachen, weil da gibt es nämlich auch leckere Ressourcen. Ihr seht schon, ich habe gar nicht alle Truppen gesetzt. Ist nicht notwendig. Man muss ja auch sparen. Man muss das nicht alles raushauen. Und dann habe ich gesehen, oh, da sind noch Gebäude in der Ecke. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Viele, viele Bauerhütten sind in den Ecken, um einfach eventuell einen Zeitfehl hier irgendwie herauszukitzeln. Also, das läuft doch alles recht gut. Und ihr seht schon, in meiner Clanburg sind schon wieder viele Ressourcen. Das heißt, sobald die Riesen fertig sind, kann ich dann die Mauerbrecher starten und dann habe ich auch das mit dabei. Und dann ist das Labor wieder schon fast fertig. Dann geht es eigentlich nur darum, wie schnell bekomme ich hier meine 500 Gems zustande. Oh, guckt mal, ich bin sogar in eine Liga aufgestiegen. Ist das nicht schön? Das heißt, ich kriege jetzt jeden Angriff nochmal zusätzlich 700 Gold und 700 Elixier. Ist jetzt nicht die Wucht, aber man soll ja gleich anfangen. Und das läuft dann immer weiter, wie gesagt. Ihr seht schon, das läuft hier. Ich werde jetzt definitiv immer mehr ausbauen. Das mache ich jetzt so nebenbei. Damit will ich euch gar nicht langweilen. Aber gleich schauen wir uns da nochmal an, was wir dann mit dem Schiff machen. In knapp 3 Stunden 35 werde ich dann den nächsten Teil des Videos aufnehmen, um hier euch zu zeigen, was wir da drüben machen und was uns da erwartet. Also, wir sehen uns dann für euch in 2 Sekunden. Für mich dauert das Ganze noch 3,5. Also, bis gleich. So, ihr seht. Der Bauarbeiter ist frei. Das heißt, jetzt können wir mal nach dem wunderschönen Schiffchen schauen. Und was denn das auf sich hat. Also einfach mal draufklicken. So, wir klicken einfach mal drauf. Also ihr seht schon, das Ding ist gratis. Das Ding kann repariert werden. Wir warten hier ein paar Sekunden. Dann ist das Schiffchen auch fertig. Also, die Mannschaft macht sich bereit. Die Damen kommen, besetzen das Schiff und dann geht's auf rüber zum nächsten Dorf. Also anklicken, abfahren und los geht's. Und da sind wir schon im nächsten Dorf. Wunderbar. Also, ihr seht schon. Ich will aber keine Gems ausgeben. Ich gebe keine aus, ich will meine Bauarbeiterhütte verdienen. Wuhu! Also, jetzt haben wir zwei Dörfer sogar. Rathaus 4 drüben und hier im Nachbardorf. Den Bob, den machen wir erstmal munter. Also, ihr seht schon, wir sind hier fleißig mit dabei. Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Ah, mach ich halt. So, also, auch hier könnt ihr farmen, könnt ihr bauen. Hier geht es darum, das ist quasi das Nachtdorf, das zweite Dorf von Clash of Clans. Hier könnt ihr Zusatzsachen und Gems für das Hauptdorf bekommen, je nachdem, wie gut ihr seid, wie viel Zeit ihr hier investiert. Ich investiere hier gar nicht viel Zeit, mir gefällt es persönlich nicht. Das soll aber jeder selber für sich entscheiden, was er davon hält. So, ihr seht es, hier kriegt man auch, wenn man gewinnt, wunderschöne Ressourcen und auch hier kann man sehen, dass er hier was bauen kann. Alles klar, läuft durch. Sehr schön, was kann man alles bauen? Also ihr seht schon, auch hier kann man das Dorf ausbauen. Hier müsste man natürlich jetzt erstmal ein bisschen Zeit reinbringen. Hier gibt es auch noch eine Gemhütte, die man ausbauen kann, wenn das Meisterhüttendorf auf Level 3 ist, das schauen wir uns dann alles ganz in Ruhe an. Also wie gesagt, hier könnt ihr auch was bauen, könnt ihr auch natürlich eures Rathaus, eures Dorf ausbauen im Nachtdorf und dann gehen wir erstmal rüber wieder zum Hauptdorf. Was man hier alles mit diesem Dorf machen kann, das werden wir uns in ein paar der nächsten Videos anschauen. Da kriegt ihr einen extra Bauarbeiter, da kriegt ihr andere Kanonen, andere Minenwerfer, andere Bogenschützentürme.
Und wie gesagt, das Coolste ist, der sechste Bauarbeiter, und das ist auch der einzigste Grund, warum ich das Dorf spiele, um dann auf sechs Bauarbeiter zu kommen, was richtig wichtig ist. Und jetzt schauen wir erstmal hier, was wir noch ausbauen können. Genau, das Armeelager wollte ich ausbauen, weil ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann 3, 4 Stunden nichts mache. Und deswegen passt das jetzt ziemlich gut hier. Die Clanburg baut noch über eine Stunde. Das Armeelager jetzt 5 Stunden, das heißt, ich habe hier dann richtig schön Zeit, habe hier noch ein paar Ressourcen, kann dann definitiv was bauen. Also, was baut ihr als erstes bei Rathaus 4? Die Clanburg aus, das Labor aus und dann fangt ihr an, nach und nach alle Gebäude auszubauen, dann die Mauern fertig zu bauen und erst dann gehen wir zu Rathaus 5. Das mit dem Farmen haben wir gesehen. Wir kriegen es momentan noch mit Barbaren hin, das heißt, wir müssen noch keine anderen Truppen bauen. Wir wollen so billig wie möglich angreifen und so billig wie möglich. Das sind einfach Barbaren. Das ist ausreichend. Sobald wir hier Loons und Lavahunde und sowas kriegen, dann werden wir umspringen und werden über die Luft angreifen. Aber soweit sind wir noch nicht. Rathaus 4, das ist immer noch Barbarenangriffszeit. Vielleicht werden wir noch irgendwann mal ein paar Bogis mit reinmischen, aber die sind einfach, ihr seht schön, doppelt so teuer. Und warum sollte man das tun? Man könnte eventuell ein paar Goblins mit reintun, ein paar Kobolde. Eventuell wäre das was, aber ich bin eigentlich so ein Barbarenfarmer, das sollte ausreichen. Ihr seht schon, wie gesagt, hier baut alles drüben im Nachtdorf. Da muss noch hier so ein bisschen was gemacht werden. Da muss man einfach mal ein bisschen Zeit investieren. Ein paar Fights machen, ihr habt es ja schon gesehen. Das funktioniert genauso wie im Hauptdorf. Das ist relativ einfach. Halt, man muss natürlich ein paar Truppen auswählen. Und dann kriegt man auch hier Ressourcen. Das sollte alles funktionieren. Ich denke mal, das bekommt ihr auch hin. Da könnt ihr euer Nachtdorf gleichzeitig mit eurem Hauptdorf ausbauen, wie gesagt. Ich werde hier nicht so viel Wert drauf legen. Ich werde hier erst Wert drauf legen, wenn der sechste Bauarbeiter dann ins Spiel kommt. Aber dazu braucht es auch hier im Dorf eine gewisse Zeit. Da müsst ihr gewisse Sachen machen. Das wollen wir uns dann irgendwann später mal in einem extra Video anschauen. Ja, ihr seht schon, das läuft hier durch. Hier ist auch das Sieg- und das Niederlagesystem etwas anders. Hier greift ihr immer One-on-one an, das heißt immer einer gegen einen und wer die meisten Prozente und Sterne holt, der bekommt hier den Sieg gut geschrieben. Auch das ist dann mal, denke ich mal, was für ein neues Video. Also Rathaus 4 läuft, Rathaus 4 die Gebäude laufen. Ich werde jetzt die nächsten paar Tage hier alles ausbauen und dann werden wir uns, denke ich mal, schon wieder sehen, wenn das Ding zu Rathaus 5 geht. Also das soll es auch schon gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie immer, bis zum nächsten.